Hallo Leute, ich werde heute abermals pullen. Alle, die es mitbekommen haben, ich habe am Freitag Matsuyama nach 4 Steps gepullt. Das war gut. Dieser Tomea ist viel besser, wie es sich angeschaut hat. Das zeige ich euch mal als Beweis. Da seht ihr doch direkt den Beweis. Je höher die Ausdauer, desto besser ist er. Er kann Auto blocken und Auto abfangen. Wenn er tackelt und gewinnt, ist der Gegner umso länger genervt, also kann sich nicht mehr bewegen. Oh, was ist das denn noch? Gewonnene Matches? Oh. Moment. Also die. Okay, wenn er ein Matchup gewinnt, die japanischen Mitspieler kriegen plus 5%. Standhaftigkeit, super als Libero dann. Müller habe ich auch nicht, den Knüller. Der wäre eine gute Alternative zu Salinas. King Kals habe ich zwar, aber nicht in dem geilen Rising Sun Trikot. Wen ich überhaupt nicht brauche, ist Michael, den ich aber auch noch nie gehabt habe. Ja, vielleicht zur Sammlung. Wäre es mir was wert. Ich kann mit einem Chef-Ding leben. Das heißt, 1100 Bälle oder so wären das, weil das ja Super Dream Collection ist, spart man da ein bisschen, nicht die 1500, die man ausgeben würde. Also, geht's jetzt los, ihr kleinen Racker. So, wie klein seid ihr Racker wirklich? Das sehen wir jetzt. Okay, das ist scheinbar nichts. Obwohl viele Japaner. Oh Gott, ein kleiner Mini-Tsubasa. Aber kein Feature. Den blauen, relativ frischen, aber nicht mehr so guten Yuji Soga. Machen wir doch einfach mal weiter. Aha, Regenbogenschusspfeil, einige Federn, die im Stadion flattern und ein Chance-Anzeige. Okay, es sieht irgendwie ein bisschen lecker aus, oder? Doch wie lecker wirklich? Es ist nicht so lecker, dass es ein Feature ist scheinbar, aber vielleicht lecker genug? Ein sehr alter Davi. Ein sehr alter Galvan. Überhaupt nicht lecker. Weiter. Das ist nichts. Jetzt der Free-Transfer, du Bär. Eine Chance, aber Roberto bringt doch immer Unglück, oder? Ja, die Mitspieler sind auch. Oh, Elektro. Elektro, Tsubasa. Das ist ein Feature? Nee, ist aber auch kein Feature. Was soll die Scheiße? Diese dämliche neue Anzeige hier. Ja, was soll die Scheiße jetzt? Ich verstehe die Anzeige halt nicht. Warum werden mir hier 1000 zur Basis angezeigt? Egal, machen wir einfach weiter. Hier ist auch nichts. Das ist Regenbogenschuss und viele Vögel, die da durchs Stadion flattern. Okay, das bringt doch bestimmt Glück, oder? Na los, ihr Saftsäcke. Okay, Elektro zur Barbe. Was war das jetzt? Das ist wieder kein Feature. Was soll das denn? Ich brauch so eine Anzeige nicht. Ein relativ alter, ich glaube im Herbst kam noch raus, Karolus. Und ein Gentil. Machen wir es einfach mal weiter. Auf jeden Fall nicht mehr so viel Glück wie bei Matsuyama. Aber ich habe ja genug Bälle. Also ist es mir scheißegal. Auch nichts. Jetzt der Free-Transfer. Auch kein Feature. Okay, das sieht stark nach Chefding aus, oder?
Wenigstens ein paar neue SSR, ist da auch mal toll, ne? So, wieder nächster Spin. Okay, seht euch dieses Stadion an. Das hat neue Bandenfarbe. Was heißt das auf gut Deutsch? Okay. Black Screen, das ist ein Feature, ne? Habe ich gehört. Jo. Aber welcher Feature? Ist das jetzt schon Arcaito mehr? Es ist sehr geil. Ja, wie viele Bälle ich spare. Geil. Es ist köstlich. Juhu. Gut, damit beende ich das. Bis dann und tschüss.